Ja, Leute, hier mal eine kurze Orientierungshilfe. Wenn ihr Uga rechtshändig umfahren wollt, dann kommt ihr hier vorne an diese Stelle. Davor seht ihr, ist auch ein kleiner Parkplatz. So, könnt ihr aber auch hier parken. Und dann geht es hier an diesem Wanderschild los, einmal bis oben hin, bis hier oben. Und dann müsst ihr einmal die Straße überqueren, links. Und dann nachher geht ein Weg rechts rein an einer Wandertafel, die ihr dann jetzt seht. Ja, Freunde, bei dieser Wanderung handelt es sich eher so um eine Streckenwanderung hin und zurück, so circa 12 Kilometer, also bei gemütlichem Gang 2,5 Stunden. Höhenmeter habt ihr ungefähr 300, geschätzte 300 Höhenmeter, aber dadurch, dass die Strecke natürlich lang ist und sich auf die komplette Strecke verteilt, überhaupt nicht anstrengend. Ihr könnt auch noch einen kleinen Berg besteigen. Ich denke mal, dieser Berg hat dann irgendwas nochmal um die 200, 250 Höhenmeter. Zeige ich euch später. Ja, ich muss jetzt vieles nachkommentieren, weil an dem Tag gab es starken Wind. Und ja, das führte dazu, dass die Tonaufnahme trotz Windschatter nicht zu gebrauchen war. Aber ihr seht auch hier, ne, ihr lauft also wirklich auf gutem Weg. Kultivierte Lava, hier sieht man wieder jede Menge. Ich sage jetzt mal Weinlöcher angebaut. Also auch diese Wanderung machte richtig viel Spaß. Ja, Freunde, hier der eingangs erwähnte Berg, Montagna de Guardilama. 603 Meter kommt ihr da tatsächlich dann noch rauf. Wie gesagt, aber nach La Asomada gehen wir geradeaus. Ihr könnt noch links den Berg besteigen. An dem Tag war es mir ehrlich gesagt zu windig und ich hatte einfach keine Lust. Das muss man auch mal akzeptieren. Und ja, dann bin man einfach weiter geradeaus gegangen. La Asomada, wie gesagt, kleines Dörfchen. Ihr könnt von La Asomada aus noch bis Macha gehen, Macha geschrieben, und seid dann so wieder an der Küste, ist so ein kleiner Vorort von Puerto del Carmen. Okay. Ja, Freunde, kleine Anekdote. Ich hatte mit meiner Frau als Pilger gewettet, dass ich zuerst die Bar finde. Habe ich natürlich auch geschafft. Warum? Ihr wisst ja, der Spanier fährt gerne mit dem Auto zur Bar. Ihr braucht immer bloß achten, stehen irgendwo viele Autos irgendwo schräg vor. Das ist die Bar und die ist wirklich rechts runter, wenn ihr in Asomada ankommt. Café con leche trinken, ne? Kennt das ja von mir. Okay, also das nur mal so eine kleine Empfehlung. Und von La Asomada aus, habe ich schon gesagt, könnt ihr noch bis Macher weiterlaufen. So, hier sind wir schon wieder auf dem Rückweg. Ich habe trotzdem noch ein paar Sequenzen gefilmt, weil ich mir gedacht habe, okay, andere Lichtverhältnisse, ne? Ihr seht das hier, dann sieht die Landschaft auch schon wieder ganz anders aus. Ja, hervorragende Situation an dem Tag zum Drachenfliegen, also wirklich ein enormer Aufwind. Ja, hier nochmal den Berg, den ihr besteigen könnt. Okay, noch was zur Einkehr. Wenn ihr in Uga zurückkommt, da wo das Auto steht, und ihr kommt diesen Berg wieder runter, dann fahrt ihr im Prinzip mit dem Auto weiter, so wie es gerade gestanden habe, geradeaus. Dort ist dann das Restaurant Casa Juan und dort gibt es wieder kanarische Küche zum dörflichen Preis, das ist immer wieder faszinierend, wie an den Touristenorten aufgeschlagen wird. Genauso übrigens dieses kleine Café in La Asomada an der Kirche. Da, das war eine Kirche, so ein Gemeindezentrum, kleine Bar dabei. Da habt ihr so viel für drei Getränke bezahlt wie sonst für eins.
So, jetzt noch die Fotos mit Musik. Bis zur nächsten Wanderung. Euer Dirk, euer Dirki, euer Mr. Bollfisch.